jetzt Universität wieder so zu erleben, als das, was sie eigentlich sein sollte, das ist wirklich sehr schön. Endlich wieder zur Uni gehen. Das Sommersemester 22 soll auch in Bonn ein Präsenzsemester werden. Ich bin Andrea Stieldorf und ich bin im Moment als Prodekanin der Philosophischen Fakultät für den Bereich Studium und Lehre zuständig. Wir haben also den Eindruck, dass die Studierenden sich doch größtenteils wirklich freuen, wieder vor Ort zu sein, miteinander zu studieren und eben nicht nur vereinzelt in die Bildschirme zu gucken und die anderen als Kacheln zu erleben. Und was sagen die Studierenden dazu? Wie waren denn die letzten Semester? Es war ziemlich hart, also man hat sehr wenig Motivation und es ist schwer, einfach gar nicht rauszukommen. Letztes Semester hatte ich dann mal ein Präsenzseminar, das war aber auch nur für 3-4 Wochen, bevor dann die Zahlen wieder stiegen. Ich hatte jetzt 3 Semester online meines Bachelors und jetzt das erste Semester wirklich in Präsenz. Und wie ist das jetzt, endlich wieder in Präsenz? I went to Mensa for the first time today. Right now I'm actually going to the library for the first time. Ja, jetzt ist es einfach wundervoll. Also man liebt es, in die Uni zu gehen, man liebt es zu lernen in der Bibliothek, was ja irgendwie absurd ist, aber es ist echt schön. Ja. Klar, die erste Woche war auch irgendwie wieder eine neue Umgewöhnung, weil die Hörsäle super voll waren, dass man teilweise auf dem Boden sitzen musste. Die Motivation, ich bin in Präsenz viel motivierter, wenn ich den ganzen Tag an der Uni bin, dann macht mir das viel weniger aus. Präsenzunterricht ist einfach 100-mal besser, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, ein Stück weit was man jetzt auch wirklich wieder neu ausprobieren muss, eben weil man vor Ort ist, sich auch in diesen verschiedenen Räumlichkeiten bewegen muss. Und ansonsten würde ich einfach sagen, genießen Sie schlichtweg, dass Sie wieder an der Uni sind, dass Sie das miteinander mit Lehrenden und vor allen Dingen natürlich auch mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen haben.